Guck doch mal. Sollst du mich ein bisschen Starkregen geben ab heute Nachmittag? Ah, endlich. Jetzt müssen wir nur in dem Schlick hier einen Weg finden. Moin Moin aus Südtirol. Grüße gehen raus an alle Freunde des gepflegten Genusswanderns. Heute gibt es ein ganz leckeres Schmankerl, beziehungsweise die nächsten Tage für uns. Wir sind heute unterwegs auf dem Dolorama-Höhenweg, also der Panoramaweg um und in den Dolomiten. Wir sind schon ein paar Höhenmeter gelaufen, wie man hört. Der ganze Weg ist ungefähr 60 Kilometer lang. Und wir haben den aufgeteilt, oder das ist auch die Empfehlung, dass man den in 4 Etappen aufteilt. 3 Übernachtungen auf der Hütte. Und heute ist für uns der erste Tag. Wir sind bei bestem Wetter gestartet. Und ja, wir nehmen euch mal mit auf unsere Hüttentour im Dolorama. Ja, schon schick. Ja, Kuhwiesen. Schon angefühlt irgendwie 10 Almen vorbeigegangen nach einer Stunde. Die letzten Kühe werden gerade auf die nochmal auf die Berge getrieben zum Futtern. Wir haben eben gerade noch so einen lokalen Bergführer hier getroffen. Die hatten so eine Gruppe. Und er meinte auch schon, ja, ist jetzt für die Kühe auch vorbei. Letzte Mal auf der Alm und dann kommen sie runter. Der Winter kommt. Guck doch mal. Guck mal. Jetzt guck. So, wir sind jetzt ungefähr hier auf 2000 Meter. Und hier fängt schon langsam der Schnee an, noch liegen zu bleiben. Der, wie gesagt, die letzten paar Tage ein bisschen geschneit. Geil. So, kleine Stärkung eben gemacht, auf der Hälfte ungefähr bei der Kreuzwiesenhütte. Kleines Radler und, nee, ein großes Radler und ein schönes Omelett. Und jetzt geht's weiter in Schnee. Von hier aus sehen wir richtig viel Schnee. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Da oben rauf, über diesen Pass da, müssen wir jetzt. Ein paar Meter geht's nun rauf. Schluss mit lustig. Alles voller Kühe. Ich weiß hier gar nicht, was Schlamm ist und was schon Kacke. So. Den schlimmsten Teil haben wir hinter uns, für die heutige Tour zumindest. Gerade haben wir den Campyll passiert auf 2200 Höhenmeter. Ordentlich zugezogen hier und schön im Schneestapfen. Durch die Kuh, durch die Kuhwiese. Das war witzig. Ja, genau, das ist, denke ich mal, das schwerste Stück. Jetzt sind wir sogar wieder auf so einem Fahrweg, hier so eine Schotterpiste. Mitten in den Wolken. Wup, wup.
Schade, ist leer. Oh, Maurerberg-Hütte ist immer noch nicht ausgeschildert. Ah, endlich. Aber wir haben bestimmt noch anderthalb Stunden vor uns. Jetzt müssen wir nur in dem Schlick hier einen Weg finden. Das wird nochmal spannend. So, wir haben es bald geschafft. Noch ungefähr eine Dreiviertelstunde bis zur Maurerberghütte. Eben nochmal angerufen, weil wir jetzt schon irgendwie kurz nach 5:30 haben. Und die nur zwischen 6 und 7 eigentlich Abendessen haben. Aber sie warten auf uns. Sind super freundlich alle. Ja, gut gerissen heute. Aber ich bin mal gespannt, was wir nachher auf der Uhr haben. So 21, 22 Kilometer werden es wohl werden. Und bestimmt an die 1000 Höhenmeter. Ah, das ist halt, das haben wir ja eigentlich schon gelernt, dass wir das nicht machen. Aber der Weg hier war halt so eingeteilt in die 4 Etappen. Denkst du ja erstmal nichts bei. Aber der Schnee und der Matsch, der haben das schon ganz schön hier erschwert. Aber wir freuen uns, wir sind happy, wenn wir gleich ankommen. Also, ja. Ach ja, noch 9 Stunden haben wir es jetzt geschafft. Maurerberghütte. Unsere Schutzhütte für heute. Ja, heftig, das letzte Stück hat sich noch richtig gezogen. Aber jetzt gibt es erstmal was Warmes zu essen. Hoffentlich noch. Und einen schönen Süßtee. Ich weiß nicht, wo wir rein müssen. Geschafft! Tag 2 ist angefangen. Weiter geht's für uns. Ist jetzt 8 Uhr. Ein bisschen früher heute los. Heutigen Tag soll es nämlich ein bisschen Starkregen geben ab heute Nachmittag. Aber aktuell sieht es noch richtig gut aus. Ist halt so schön mystisch bewölkt. Hier und da ein bisschen Niesel und Sonne. Alles dabei heute. Jo, wir starten. Heutige Etappe sind ungefähr 15 Kilometer. Auch wieder 700 Höhenmeter auf die Strecke, aber wir rechnen jetzt so mit 5 bis 6 Stunden. Gibt jetzt keine große Rastmöglichkeit auf der Etappe. Gucken wir mal. Los geht's. Boah, weiß ich nicht. Soll ich mich da jetzt hinlegen? So, auf dem Weg zur Schlüterhütte sind wir hier gerade unterm Peitlerkofel lang. Hier gibt es nämlich für die ganz versierten Klettergarten, wo du dann in ganz vielen verschiedenen Schwierigkeiten mehr Seillängen bis auf den Gipfel da, der gerade in den Wolken ist, machen kannst. Also, wenn man ordentlich klettern will, ist man hier, glaube ich, an der richtigen Stelle. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Schlüterhütte.
letzten Stufen durch den Schnee. Da ist die Schlüderhütte. Wir haben es geschafft. Fast. Wetter wird auch schlechter jetzt. Zieht ordentlich. So, Etappe 2 haben wir hinter uns. Tag 2 geschafft. Schlüderhütte erreicht. Wir haben jetzt 6 Stunden gebraucht, 15 Kilometer. Mit Päuschen natürlich. Wir machen jetzt erstmal Mittagessen. Aufwärmen, duschen und dann chillen. Jetzt haben wir halt noch einen schönen halben Tag Zeit hier. Guten Morgen. So, Tag 3 beginnt. Nach einer semi-guten Nacht. Bisschen schlecht gepennt, war arschkalt heute. Aber jetzt geht's weiter. Es ist jetzt 9 Uhr. Die Schlüderhütte ist hier hinter uns. Next Stop ist die Raschhütte. Das ist dann die letzte Hütte. Ja, heute haben wir so ungefähr 16, 17 Kilometer. Wir rechnen mal mit 7 Stunden entspannt. Heute ist ja wieder gutes Wetter. Oh, das genießen wir heute nochmal. Genau. Sieht halt auch schon wieder schick aus hier mit den Wolken. Die Hütte war ja auf 2300 Meter. Jetzt geht es erstmal richtig weit bergab. Und irgendwo da durch dieses Tal. Und wir haben heute den ganzen Tag die geilen Dinger hier im Bild. Nachher noch ein bisschen freier. Denk mal, wir gehen sogar da oben rauf auf den Kollegen da. Wird spannend. Buongiorno! Krass, hier ist gestern Nacht ordentlich was abgegangen mitten am Weg. Fetter Stein da unten. Halbe Straße weggeschwemmt. Die letzte Etappe neigt sich jetzt dem Ende. Wir sind gleich 17 Kilometer gelaufen, ich glaube 8 Stunden. Und wir sind gleich an der Raschhütte. Die heutige Etappe hatte auch noch mal ordentlich was in sich. Hä? Wer pfeift da? Ach da! Hä? Wer ist das? Die heutige Etappe hatte noch mal einiges zu bieten auf jeden Fall. Wir hatten irgendwie
5 verschiedene Landschaften, wenn man so will. Schnee, Geröll, Wald, ganz viel. Das war richtig geil. Und eben zum Schluss hier nochmal diese Hochtundra. Mega. Das war heute richtig abwechslungsreich und richtig cool. Also auch richtig gut zu laufen. Jo, jetzt sind wir da. Unsere Tour endet hier. Macht's gut. Den Abstieg und damit die 4. Etappe haben wir wegen des starken Regens abgekürzt. 30 Minuten von der Raschwitzhütte entfernt führt die Standseilbahn runter nach St. Ulrich. Von dort kann man mit Bus und Bahn zum Startpunkt zurückfahren. Insgesamt hat uns der Dolorama richtig gut gefallen. Die Etappen hatten viel Abwechslung. Der Weg ist nicht wirklich schwer, aber an einigen Stellen sollte man trittsicher sein. Gerade die Bergaufpassagen verlangen ordentlich Kondition ab. Man kann die erste und längste Etappe aufteilen, wenn man an der Kreuzwiesenalm übernachtet. Das hätten wir im Nachhinein vielleicht auch gemacht, denn die Etappe hat es echt in sich. Vielen Dank dir fürs Zuschauen. Über ein Abo freuen wir uns und auch für Tipps für weitere Abenteuer in den Kommentaren.